So. Also, wahrscheinlich wird das Video länger gehen. Ich mache mal, glaube ich, so 5 Minuten oder so. Aber nicht wundern, dass ich dann am Anfang nichts sage. Aber wie gesagt, ich habe hier gerade ein bisschen vorbereitet. Ja, ihr seht diese Kugeln hier. Merkwürdiges Vorkommen. Und ja, danach habe ich jetzt gesucht gerade. Ich habe die Dinger hier schon mittlerweile jetzt auf diesem Planeten hier 5-mal gefunden. Heute. Also jetzt nicht im Gesamten, sondern heute. Der Planet hier ist, den werde ich umbenennen. Ich habe eigentlich den nehmen wollen. Also der Planet ist unnormal krank. Also richtig unnormal krank geil. Weil es gibt hier haufenweise vergrabener Vorrat. Es gibt hier haufenweise Wissenssteine. Es gibt hier haufenweise vergrabene Technologie. Dann gibt es fliegende Kristalle, die diese hier droppen. Wo halt diese Special Steine hier, wie dieser hier, oder dieser hier, oder der. Sorry, kurz auf den. Fehlen mir ja auch 10 Minuten. Die droppen. Und ja, bei vergrabenen Schatz habe ich haufenweise Zeug gekriegt schon. Also hier die zwei Tools hier zum Beispiel habe ich gekriegt. Das hier habe ich gekriegt. Das habe ich gekriegt. Das habe ich gekriegt. Das habe ich gekriegt. Haufenweise Zeug und halt die zwei auf jeden Fall. Und beim Raumschiff ist glaube ich auch noch. Ja, noch einmal die zwei Dinger hier dran. Die werde ich dann verkaufen für Nanit. Oder Nanite. Ja. Dann gibt es halt noch diese komischen Pflanzen im Boden. Die halt, wenn man die aufmacht, halt die Teile hier droppen. Das Zeug hier. Das verarbeite ich gerade zu dem Zeug hier. Also quasi das hier in Dings hier reinmachen. Wird dann dazu. Kann ich euch kurz zeigen. Hier, da, das wird dazu. Das mache ich aber wieder raus. Dann hau ich jetzt die hier rein. Ich mache das, dass einer quasi übrig bleibt. Wegen Stack-mäßig. Start. Genau, dann kommt nämlich hier der lebende Schleim raus. Und echt gut, dass ich diese persönliche Raffinerie habe, dass ich mir die gekauft habe hier für den Rucksack, weil das ist unbedingt notwendig. Wie gesagt, dann kommt die raus und dann wird 1:1 wird aus denen dann quasi das hier. Und die werden dann halt umgewandelt. Ich habe 5 von denen, glaube ich, ist. Oder 10 von denen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ist ein Nanite. Für die Währung halt. Ihr seht, ich habe 8000 noch was schon.
Ich habe schon haufenweise umgewandelt von dem Zeug hier. Ich habe ungefähr 300 gehabt, wo ich angefangen habe. Und das ist so unnormal krank. Also richtig krank, die Welt hier. Die Dinge habe ich halt aufgehoben, wie ihr seht. Und ihr seht, ich habe so viele Tech-Dinger gesammelt hier. Ich habe hier drei Stacks. Und hier ist auch nochmal vierter Stack. 5, 6, 7 30er Stacks. Unnormal, unnormal. Das ist alles hier, was ich jetzt aus dem Dings hier rausgezogen habe. Mit diesen Teilen halt hier. Ein paar Dinge habe ich auch aufgemacht von den Kisten halt. Also kommen immer solche Teile zum Öffnen raus. Aus den vergrabenen Dingern meistens und da kriegt man halt auch haufenweise Ressourcen und so ein Zeug. Und ja. Genau, und jetzt passt mal auf. Ich habe ja jetzt hier die Dinger hier. Das sind fast 800. Merkt euch das mal. Fast 800 von denen hier. Und jetzt bin ich nämlich hier an diesem Punkt hier von diesem merkwürdigen Vorkommen. Und ihr seht, unkontrollierbarer Schimmel. Diese Kugeln haben tatsächlich diese Dinger drinne hier, wo man die verarbeiten kann zu Nanites. Das ist so krank. Und ihr fragt euch jetzt, wie gesagt, sicher, warum ich hier diese Mauer gemacht habe. Das werdet ihr jetzt nämlich sehen. Weil die Dinger, sobald ich die anschieße, hauen die ab. Die wollen entkommen. Die rollen jetzt nicht nur einen Berg runter, sondern die rollen halt einfach weg. Weil so, was lebendig sind. Guck mal, wie viel aus einem rauskommt. Ihr seht, der rollt jetzt zum Beispiel die Richtung da. Ein Ding kommt zwischen 800 und 1000 Dinger raus. Das ist unnormal krank. Wirklich unnormal krank. Wie gesagt, ich habe hier schon 5 Dinger da geholt. Also ein so ein kompletter Stack, was ich jetzt noch im Raumschiff habe, das zeige ich euch gleich noch. Oder beziehungsweise seht ihr eh dann gleich, weil ich eh wieder ganz locker ein Stack habe, sind ungefähr 3000 Nanites. Ich glaube 2999, wenn ich so einen kompletten 9999er Stack reinballer. Habe ich alle? Genau. Sind hier alle abgegrast. Wie gesagt, Mauer, damit die nicht abhauen. Und ihr seht, ich habe 800 fast gehabt. Und habe jetzt die Kugeln hier, also ein so ein Vorkommen. Warte mal. Na. Also über 10.000. Weit über 10.000. 12.000, 13.000. Ja, sagen wir so 13.000 hat ein so ein komplettes Geschwader gerade gemacht. Das ist so unnormal. Und hier, wie gesagt, habe ich auch nochmal so einen vollen Stack davon. Und die kann ich halt, wie gesagt, zu Nanites verarbeiten und da habe ich auf jeden Fall 12.000 oder sowas von Nanites und dann kann ich die halt ausgeben schön für irgendwelche geilen Sachen. Irgendwelche geilen Upgrade-Dinger auf Rang S oder sowas von irgendwelchen Schiff-Dingern, was ich gerne hätte. Muss ich mal gucken. Am besten irgendwas vielleicht für die Waffe. Also für das Multitool. Damit ich ordentlich was abgrasen kann, also schneller abfarmen kann. Und ja, wie gesagt, die hier sind von schwebenden Kristallen.
Und wenn ich die halt aufmache, kommen halt solche Sachen raus, wie halt, wie gesagt, sowas hier. Oder sowas hier, sowas, sowas. Also schon coole Sachen. Da können aber auch Sturmkristalle rauskommen, was irgendwie fast über eine halbe Million wert ist oder sowas, glaube ich. Ein so ein Ding. Also schon wertvolles Zeug. Seht ihr auch hier, kostet 25.000, 300.000, also 150.000 einer davon. Schon wertvoll. Und zusätzlich halt noch ein paar Mods halt, was man hier findet und so weiter. Also hier geht's richtig ab. Also die Welt ist halt unnormal krank. So, dann machen wir das hier auch noch schnell. Ihr seht, da kommt der Schimmel raus. Also man kann die alle eins zu eins weiterverarbeiten. Es dauert halt. Das müsst ihr euch auf jeden Fall vor Augen halten, dass es halt wirklich dauert. Aber wenn er halt nebenbei farmt hier. Wie gesagt, ich schmeiß es hier rein. So. So und start. Und wie gesagt, es geht eins zu eins rüber in den Schimmel. Also alle Dinger halt, das werden halt nicht weniger. Also die werden dann einfach nur verarbeitet und werden halt ja zu dem halt hier quasi am Ende. Aber die halt, ist halt nicht eins zu eins leider. Aber dafür die anderen Ressourcen davor. Also der wird zu dem, der wird zu dem und der wird zu dem und dann die hier werden halt dann zu den Nanites halt am Ende mit bisschen Einbußen, nicht eins zu eins, wie gesagt, aber schon viel. Und da werde ich mir ordentlich was leisten, vor allem auch mit diesen Dingern hier. Erstmal die ganzen Rezepte, Blaupausen, sowas holen halt, haufenweise. Das wird lustig. Jo, ich würde mal sagen, das war's. Das lade ich jetzt, wie gesagt, nicht bei YouTube, sondern bei Twitter hoch. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben bei Twitter. Jo, und auf meinen Kanal gucken, auf YouTube. Bis dann.